Mein Fazit nach einem Familienbesuch: Egal was du machst, egal was du machst, egal wie sehr du dich verändert hast, in den meisten Fällen ist es so, dass das nichts daran ändert, wie deine Ursprungsfamilie sich verhält dir gegenüber oder dass das euer Verhältnis auch zu euch zueinander groß verändert. Das ist wirklich spannend, weil ich habe jetzt gemerkt, egal wie gut ich drauf war, egal wie sehr ich bei mir geblieben bin, in meiner Präsenz, in meinem Atmen, nicht reagiert habe, mich nicht habe triggern lassen, einfach, ja, chillig geblieben bin. Irgendwann habe ich gemerkt, mit der Verwandtschaft ist es nicht möglich, es ist nicht möglich, diese sozusagen rauszuholen aus deren Befindlichkeit. Und das ist ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Erfahrung, weil wir ja normalerweise auch immer versuchen, uns auf den anderen einzustimmen. Und das wiederum ist wirklich keine gute Idee. Weil dann würde man sich ja, also ich hätte, für mich hätte das bedeutet, dass ich konkret angefangen hätte, mich aufzuregen über bestimmte Dinge. Ja, und wie die das immer machen, voll daneben und voll doof und da, 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 da. Also, dass ich sozusagen in dieses alte Drama mit eingestiegen wäre. Ich wusste nur, das wollte ich nicht. Also habe ich einfach nichts gesagt und habe es einfach so stehen lassen. Aber wenn man natürlich nicht mehr darauf einsteigt, heißt das nicht, dass die anderen damit aufhören. Und das zu akzeptieren, egal wie sehr du dich weiterentwickelst auf deinem Bewusstseinsweg, dass deine Ursprungsfamilie, wenn die eben da nicht mitgeht, das zu akzeptieren, dass die einfach so sind, wie sie sind. Und dass dann tatsächlich irgendwann so ein Zustand sich einstellt von, man hat sich tatsächlich nicht mehr viel zu sagen. Und das ist dann einfach so. Was nicht heißt, dass man sich ja nicht liebt, aber man kommt nicht mehr zueinander. Man kommt nicht mehr, nur noch vielleicht in Momenten, wo man sich mal umarmt und sagt, hey, ich liebe dich. Aber so in diesem Alltag kommt man dann nicht mehr zueinander. Das geht dann einfach nicht mehr. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das akzeptiert. Ja, dass man akzeptiert, dass jeder seinen Bewusstseinszustand selbst wählt. Und unbewusst oder bewusst. Und die meisten halt unbewusst. Und auch das ist in Ordnung. Vielleicht hilft dir das ja ein bisschen weiter, weil viele ja gerade so zu ihrer Familie fahren und dort unterwegs sind und versuchen vielleicht auch so mit diesem Vorsatz, hey, ich möchte irgendwie meiner Familie auch noch mal zeigen, wie sehr ich sie lieb habe und so weiter. Und die können das aber gar nicht richtig annehmen. Das geht oft gar nicht, weil sie halt noch so in ihrem alten Bild gefangen sind, in ihrer alten Geschichte gefangen sind. Und das ist dann eben okay. Also falls du das kennst, dann lass dir gesagt sein, ich kenne das auch und es ist in Ordnung. Wichtig ist nur, du bist nicht alleine auf diesem Weg. Heißt, wenn du dich weiterentwickelst, wenn du merkst, du gehst für dich, du merkst, dass du dein Leben selber in die Hand nehmen kannst, dass du in die Eigenverantwortung gehst, dass du anfängst, dich weiterzuentwickeln. Du bist da nicht alleine, auch wenn es sich manchmal vielleicht so anfühlt, weil dich keiner versteht und weil du dich mit keinem darüber austauschen kannst. Du bist nicht alleine. Es sind inzwischen so viele Menschen, die auf diesem Weg sind.